Alter, willst du mich verapfeln? Giftschiff! Vor meiner Nase! Es ist... Dann nochmal ein herzliches Willkommen zum Freitagsstream. Es geht nach langer RimWorld-Abstinenz wieder weiter. Ich muss mich erstmal wieder orientieren, was hier überhaupt stattgefunden hat. Ich glaube, wir waren hier fast am Sterben, weil uns ständig Pferde angegriffen haben. Meine Wenigkeit ist auch gestorben, richtig? Ich kann mich dunkel erinnern. Liege hier in einem Grab irgendwo. Ich habe ein paar Mods geändert, und zwar, ich habe den Research-Tier rausgenommen, weil ich mit dem einfach nicht klarkomme. Ja, das ist mir einfach... Ich komme damit einfach nicht klar. Tut mir leid, ich komme nicht klar. Das liegt an mir selbst, an meinem eigenen Versagen. Ja, an meinem eigenen geistigen Versagen. Und ja. Außerdem ist das jetzt hier schöner irgendwie aufgeteilt und mit den Tabs. Und ich finde Tabs sowieso fancy. Und ich muss mir jetzt schön reden, damit hier irgendwas vorangeht. Ja, dann, was habe ich noch gemacht? Ich habe noch... ich habe Priority Cleaning hinzugefügt. Das heißt, man kann jetzt auch bestimmte Gegenden priorisiert reinigen. Also quasi das gleiche, was der Transport macht, der Transport Priority. Was ist denn hier? Transport Plus macht. So gibt es das gleiche auch für Clean Plus. Und ich kann jetzt hier sagen, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Blablabla. Nicht da. What? 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 Why? Dachte, ich kann das auch auswählen. Oh, guck mal, die Bone Boy sieht jetzt anders aus. Die Bone Boy sieht jetzt anders aus. Oh, die Bone Wall hat ein Update bekommen. Die Bone Wall hat ein Update bekommen. Ja, und die alte Bone Wall sieht immer noch so aus, wie sie ist. Aber das ist eine neue Bone Wall. Ich will die neue Bone Wall haben. Und der Bone Chair auch. Und der Skull Drone. Jawohl. Jawohl, das ist ja schick. Das ist ja schick. Aber bevor ich mich jetzt hier so freue, wo ist Priority Cleaning? Wo ist Priority Cleaning? Ich dachte eigentlich, dass es hier drin sein müsste. Objekte tragen ist klar. Reaktivieren. Bin ich blind? Normalfall schon, ja. Aber ich glaube, ich bin sehr blind. Naja, was soll's? Was soll's? Ist auch nicht so dramatisch. Was ist noch neu? Ein Punkt, ja, den habe ich eigentlich schon seit Anfang an, seit dieser Staffel aktiviert. Aber den hat noch niemand gesehen und ich habe ihn auch noch nicht gesehen und ich möchte mir den jetzt erstmal anschauen. Und zwar, ist er nicht hier. Mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ich habe so einen verdammten, what the heck, ich habe einen Mondmod installiert. Eigentlich müsste ich hier irgend so einen Mond kreisen, aber der ist nicht da. Naja, gut. Lassen wir es dabei. Lassen wir es dabei. Ich weiß jetzt immer noch nicht, was Priority Cleaning ist und wie das funktioniert. Aber ich probiere es jetzt einfach mal irgendwo aus. Was liegt denn hier eigentlich rum? Oh, guck mal, Bone hat hier auch ein neues Update bekommen. Auch die ganzen Bone-Grafiken sind fancy. Meine Güte, meine Herren. Manchmal ist es auch gut, wenn man ein bisschen wartet. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wo... Seit wann wackeln die mit dem Kopf? Weißt du jemand? Seit wann wackeln die hier mit dem Kopf? Hört man mich eigentlich? Ich habe ein bisschen mein Setup verstellt, deswegen weiß ich nicht ganz genau, ob man mich einigermaßen ansprechend hört. Aber jetzt nochmal zurück hier zur Base. Haben wir denn hier alles gereinigt oder was ist hier? Verstehst du jetzt nicht? Kann ich die nicht? So kann ich da nichts einigen. Hallo? Weißt du was? Scheiß drauf. Ich konzentriere mich jetzt eher mal auf unsere Leute. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, was überhaupt war. Eigentlich schauen ja alle ganz fit aus. Vierte Rippe zertrümmert, sechste Rippe zertrümmert. Oh Gott, Miyamoto, rechter Lungenflügel, zwei Rippen zerstört, linkes Bein abgerissen. Eieieiei. Nase abgeschossen, linkes Auge gestichen habe. Oh Gottes Willen, um Gottes Willen. So, was wollen wir jetzt erstes? Wir machen erstmal Forschung. Wir haben Schlafräume. Wir haben außerdem 18 Grad. Wieso 18 Grad? Mach 19 Grad. So,
So, dann bekommt erstmal jeder sein eigenes Bett. So. Und zwar Chaka. Und zwar Chaka. Und zwar Chaka. Chaka. Ja, dann, was müssen wir noch machen? Ich bin total draußen. Ich kann mich dunkel erinnern. Wir wollten, oder ich wollte hier oben einen Electric Loom machen. Richtig. Salvage Apparel Forever. Weil alles unter 60%. Okay, weil wir haben hier jede Menge Jumpsuits und jede Menge Zeugs. Eine Boomratte und nochmal eine Boomratte und. Mein Gott. Und Schrott und Holzbeine. Holzfüße, Entschuldigung, Holzfüße. Ein gravierender Unterschied. Ich hoffe jetzt mal, dass die einfachen Prothesen bald mal fertig sind, damit wir anfangen können, Miyamoto mit Prothesen auszustatten, weil depressiv, depressiv, alles ist depressiv. Das ist mir jetzt aber egal. Haben wir einen, der Kunst kann? Drei. Toll. Ich konnte wahrscheinlich Kunst, ich bin aber tot. Grandios. Ja, dann müssen wir schauen, dass wir irgendwie die Räume schöner bekommen. Kann ich das jetzt? Hier, priorisiere reinige Blut. Aber wieso kann ich das noch nicht reinigen? Und wieso? Schneeräumen, Schneeräumen. Was? Okay, das ist okay. Das ist in Ordnung. Einheitsgebiet passt. Um säubern, das können wir das ja auch noch dazu packen. Ja. Ich sehe hier einfach kein Reinigungsgebiet oder irgendwas. Ich habe extra Priority Cleaning installiert. Das ist ein bisschen Full Moon Passes. Ja, das ist. Moment, Full Moon. Nee, das ist nur vom Werwolf Mod. Mann! Hier sollte eigentlich ein blöder Mond sein. Wieso ist der nicht da? Verstehe es nicht. Okay. Moltres ist hier am Entpacken, hätte ich beinahe gesagt. Wir haben hier noch Neokonkret. Ich wollte hier Neokonkret Boden machen. Das ist aber alles etwas uferlos. Ich muss außerdem. Lüftung ist hier gesorgt. Okay, für Unterhaltung ist gesorgt. Das Blut machen wir noch schnell weg. Damit hier was sauberer ist. Möbel. Ich brauche irgendwas, um meine Räume etwas aufzuhübschen. Wir haben insgesamt wie viel? 300 Bone. Und aus den 300 Bone würde ich jetzt ganz gerne meinen Boden machen. Bone Floors. Leckend. Bone China Floor. Bone Floor Ash. Bone Ash, Bone Tile. Der Bone Mod. Der Bone Mod. Der Bone Mod. Pretty, but labor and material intensive. Das heißt, die hat Attraktivität 1. Und Fly Ash hat auch 1. Und China Floor hat 3. 3. Klingt mit Cheaty. Klingt mit Cheaty. Irgendwie. Aber ganz ehrlich, der 1 hat. Nee, der hat gar keinen. Der am besten aussieht, hat gar keinen. Willst du mich verabschieden? Ja, okay. Dann stellt sich die Frage, wo bekomme ich Bone Ash her? Kann ich das irgendwo machen? Arbeitsplatz wahrscheinlich. Schauen wir mal, ob wir irgendwo Bone Ash machen können. Grillos, Catnip Joints, nein, das ist alles egal. Natürlich, ich schaue natürlich wieder bei Schneiderei nach. Hier, Rock Powder. Ash. Bone Ash. Das heißt, ich muss die Bones zertrümmern, verbrennen. Moment. Moment, das will ich aber jetzt wissen. Mehr Raumschiffe. Sehr schön. Hier liegen doch die Überreste von meiner Belagerung, ja. Und von deren Belagerung, besser gesagt. Neokonkret, Neokonkret. Okay. Ich habe mir außerdem schon was überlegt, danach, ja, für die
für die RimWorld Games danach. Und zwar werde ich Challenges spielen. Ich werde RimWorld Classic spielen und werde aus dem Workshop ein paar Challenge Maps runterladen. Und dann werden wir die machen. Egal, ob das jetzt nochmal die Sea Ice Challenge ist oder. Alter, willst du mich verapfeln? Giftschiff! Vor meiner Nase! Es ist. Toll. Ganz toll. Habe ich überhaupt noch irgendeine Orosan-Waffe? Nein. Doch. Orosan-Shotgun. Okay. Das heißt, wir müssen hier irgendwas mit Sicherheit machen. Wir müssen hier definitiv ein Geschütz hinbauen. Das sind gleich zwei. Was du? Feuer austreten. Ist natürlich erstmal wichtig. Oh Mann. Mach das Feuer weg. Mach das Feuer, 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 Feuer weg. Ist nicht? Kein Heimatgebiet. Oh. Ist halt so geil, ja, wie das Giftschiff halt mitten in meinem Heimatgebiet abstürzt. Das macht mich fertig. Ich stelle mich immer noch die Frage, wo kriege ich Bone Ash her? Wo bekomme ich Bone Ash her? Muss ich das erst erforschen? Das habe ich doch schon erforscht, oder? Dorset, Orasan, Roadways, Hauptforschung. Roadways? Ah, ist was anderes. Wo ist Betten, Komplexität und Bone Refining? Bone Refining. Concrete und Calciumpolymer Raffineries. Plasteel out of steel in Calciumpolymer. What the fuck? Calciumpolymer? Raffinerie. Also, wir brauchen eine Raffinerie. Du. Ich habe ja alles schon da. Ich habe ja alles schon da. Frage ist nur, wo stellen wir die hin? Weil da wird es ziemlich warm. Egal, wir packen die jetzt erstmal da oben hin und sehen wir immer noch weiter. Ich hoffe, dass ich eine Raffinerie auch Bone Ash herstellen kann. So, aber ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, Lord Andrew, ich brauche jemanden, der das Geschütz baut, und zwar pronto. Doc Burmese has gained the trademark Masochist. Wirklich? Schön, Lord Andrew. Schön, das freut mich, das freut mich. Das freut mich. Ich war diesmal auch pünktlich. So, Doc ist jetzt Masochist. Schmerzempfinden ist etwas Verbotenes und gleichzeitig Erregendes. Das ist natürlich schön. Da fühlt es sich natürlich ganz gut, ne? Sehr schön. Energierüstung eines Toten. Fuck it. So, Lord Endo muss jetzt unbedingt das bauen und dann müssen wir hier das Giftschiff angreifen. Ich hab so Bammel. Ich hab so Bammel. Fuck. Fuck, 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 fuck. Dann macht Marmorblöcke, richtig? Nein, der macht Concrete. Wieso macht der Concrete? Ist das doch eigentlich. Hier, Concrete Mix, mach mal weg. Eigentlich bräuchte ich Marmorblöcke. Hab ich aber schon. Ich habe 300 Marmorblöcke. Okay. Dann würde ich sagen, bau. Wäre echt cool. Ja, Lord Andrew, für dich auch nochmal, falls du es nicht mitbekommen hast, was ich ganz hier nicht mitbekommen, der Bone Mod hat ein Update bekommen. Der Bone Mod hat ein Update bekommen und der ist so cool. Der ist so cool. Hier, Bone Chair, Skullstone. Also, erste Überlegung: Ich muss das Giftschiff hier irgendwie abwehren. Dazu würde ich gern das hier noch fertig bauen. Unbedingt. Auch Heimatgebiet, das ist ein Mord im Heimatgebiet. Das würde ich gerne fertig bauen, dann haben wir hier nämlich so richtige schöne Schneise. Das ist Punkt 1. So, Punkt 2. Raffinerie fertig bauen und schauen, dass wir Bone Ash irgendwie herstellen. Wenn wir Bone Ash haben. Ich habe genügend Strom dafür. Wirklich was? Egal, muss reichen. Das muss reichen. Baut er das? Ja, der baut das schön. Dann Bone Ash und dann Böden. Ja, das ist eine gute Idee.
So, 05, 05, 05. Ich muss irgendwie die Räume aufhübschen. Ich kümmere mich viel zu wenig um die Räume. Wie können wir das machen? Indem wir da irgendeinen Tisch reinstellen, einen Tresen, irgendwas Schickes. Mode. Attraktivität 15, das ist doch schon mal eine Sache. Ich habe halt nur kein Holz. Sehr schön. Fuck. Ah, aber das kann ich aus alles machen. Aus Beton. Scheiße. Oder natürlich aus Bone. Ja, eine Bone-Kommode. Oh, eine Bone-Kommode. Eine Bone-Kommode. Tick. Aber das machen wir danach. Prio Nummer 1 ist hier verteidigen. Das ist wirklich, wirklich, wirklich Prio Nummer 1. Weil es ist, ich hab so Bammel, ey. Fang grad an. Gras, ja, toll, du bist am Pferd. Fang grad an und schon haben wir ein Drama. Ein Reason Drama. Okay, pass auf. Da steht, als nächstes würde ich. Pass mal auf, Lord Endo stellt sich dann hier hin. Miyamoto stellt sich hier hin. Sonst kann eh keiner angreifen, richtig? Richtig, richtig. Och, der Ben hat noch 10 Fernkampf. Das Ben stellt sich hier in die Tür. Stellen uns hier auf. Oh Gottes Willen, also. Der Internet ist nicht so gut, warum? Oh, das Ding geht nur 27p. Oh, Moment mal kurz. Dann mache ich kurz eine Pause. Ich starte mal kurz den Stream neu. Gleich wieder F5 drücken, dann ist das Stream wieder da. So, ich hoffe. Ich hoffe sehr, das war's. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum das manchmal so ist. Ich habe keine Ahnung. Wenn es jemand weiß, auch von YouTube, gerne schreibt es mir, warum ich es nicht hinbekomme, hier mehrere Qualitätsstufen einzustellen. Hin und wieder ist es einfach nur auf 27p und ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Miyamoto, du bist ziemlich langsam, das ist aber egal. Guck mal, du hast 10, 10, 10, 10. Ich warte noch schnell, bis alle rejoined sind. Moment mal kurz. So, sind alle wieder da? Sind alle wieder da? Alle wieder da? Alle wieder da? Schulliste. So, in der Zwischenzeit. Seht ihr das T-Shirt? Jetzt ist ja endlich mal Zeit, das T-Shirt zu zeigen. Meine Frau hat mir das T-Shirt zum Valentinstag geschenkt. Ist sie nicht eine tolle Frau? Ist sie nicht eine tolle Frau? Sie hat mir ein Baum mit Bar-T-Shirt geschenkt. Meine Güte. Supergeil. Supergeil. Ich habe mich riesig gefreut. Riesig gefreut. Ja. Dann würde ich sagen, legen wir los. Miyamoto stellt sich noch auf und dann Action. Oh Gott. Ich hab voll Bammel. Ich hab voll Bammel. Ich hoffe, da ist kein. Fuck. Fuck, 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 fuck. Der kann da auch nicht drauf schießen, oder? Scheiße. Der einzige, der drauf schießen kann, ist Ben. Fuck. Ah, nein, nein, nein. Warten, bis Ben drauf schießt. Oh. What are you? Crawler, Vespa? Wir haben nämlich auch noch einen Mechanoiden-Mod drauf. Ja, ja. Oh, oh. Oh oh. Hallo? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Bitte angreifen. Hallo? Hallo? Ihr blinden Eier. Oh mein Gott. Boomrad ist bei der Operation? Was für eine Operation? What the heck ist das? Wow, meine Güte. Meine Güte, meine Herren. Wie habe ich es geschafft? Boah. Können wir schauen, ob ich den irgendwie. Irgendwas. Den kann ich nur abschalten. Okay, das ist mir egal. Dann schalte ich ihn ab. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Heilige Mutter. Okay, sehr schön. Aber das ist doch mal schon mal gut. Dann haben wir zumindest mal das Giftschiff abgewehrt.
Ich kann leider nicht mehr drauf schießen, oder? Kann ich Feuer zwingen? Nein, geht nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Dann nehme ich eben den Ben und schieße mit dem Ben erstmal drauf, wie ein Idiot. Schön. Und jetzt schauen wir erstmal an, was das war. Ein Crawler. Toter Körper von Crawler. Sehr schön. Core Cell. Mein Gott. Crawler, Crawler. Schnitt Plasma Cutter. Was hat denn der versucht mit dem Crawler? Heilige. Kann ich den schlachten? Kann ich den Crawler schlachten? Ist der Crawler hier vorhanden? Korps. Ist das ein. Den kann ich nicht da schlachten, den muss ich hier schlachten, richtig? Erlege Mechanoiden forever. Jawohl. Okay, schön. Schön. Immerhin. Immerhin überlebt. Riesenspinnen. Was? Wie Riesenspinnen? Ey, ich hab doch gerade das abgewehrt. Oh, das sind die eklig. Ihhh. Was machen die? Produzieren Eier. Okay, die greifen mich erstmal nicht an. Gut, dann habe ich da jetzt erstmal. Da habe ich da jetzt erstmal keinen Stress. Wenn die mich nicht angreifen, dann nicht. Mach bitte erstmal die Bauenwand, damit er wieder zu ist und mir Motor da schlafen kann. Das wäre echt eine fetzen Sache. Go, 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 go. Go, 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 go. Ja, da wird alles durch die Gegend getragen. Bitte bau das halt noch schnell fertig. Ich hasse es, ja. Dass nicht fertig gebaut wird. Es soll Prio-Build auch noch geben. Ich soll die killen, bevor die Eier legen? Wie, ich soll die killen, bevor die Eier legen? Greifen die dann irgendwann an, wenn es zu viel sind? Ich will die jetzt aber nicht angreifen. Vorratskapsel, oh. Einer Wucht schlägt es hier auf. Und guck mal her, was da kommt. Pferde. Aber freundliche Pferde. Die gelben Nerzirsen. Gehen aber hier einfach nur, die ziehen hier nur durch, oder? Ja, ich meine, dauert noch, bis die Eier legen, ja? Ich meine, im 078. Bis aussieht, dauert das fast ein halbes Jahr, bis die Eier gelegt haben. Ja, erstmal chillen. Erstmal chillen. Und feststellen, dass wir den Strom ausgeschalten haben. Warum auch immer. Weil es gar nicht so eine blöde Idee ist, ihn auszuschalten. Okay. Okay. Gut. Es wäre halt nach langer Zeit mal wieder schön, wenn wir wieder jemanden bekommen würden. Für unser Team. Weißt du, was die Spinnen machen? Machen die Spinnen. I am not afraid. Doch, ich bin ziemlich afraid. Bist du, Thorny Devil? Ich lasse einfach mal weiterlaufen. So, was würde ich gern tun? Ich würde gerne irgendwas mit meinen Möbeln machen. Das hatte ich schon gesagt. Bone Chair. 300. Skull Throne. 1000 Bone. Das ist doch nicht wahr. So, wir schauen mal. Möbel plus. Nachttisch. Nachttisch mit Lampe. Nachttisch mit Lampe. 15 Attraktivität. So. Nachttisch mit Lampe aus Bone. So, und zwar. Nachttischlampe muss eigentlich da daneben hin. Hauptsache, ich kann hier noch überall. So, müsste klappen. Müsste klappen. So, das wäre jetzt meine Prio. Mindestens normale Qualität. Eigentlich sogar gute Qualität. Aber ja, Bone haben wir ein bisschen. Dann sind die nämlich erstmal happier. Erstmal happier. So. In minus 1 Grad. Warum? Weil hier Blubbery Leather liegt. Blubbery Leather muss natürlich weg. Soll ich die Marmorbrocken hier noch wegpacken? Wäre auch gut. Dringend tragen. Ja, gut. Wenn wir hier warten, bis sie fertig bauen, muss ich euch kurz was zeigen. Ja, mich hat
Die Lego-Sucht gepackt. Mich hat die Lego-Sucht gepackt. Und es gibt von Lego. Nein, ich bekomme dafür kein Geld. What? Okay, Sonderedition ist mir erstmal egal. Es gibt von Lego so kleine Microfighter. Und das ist so fettes Ding, echt. Ein kleiner Millennium Falcon mit Chewie drauf. Ich meine, hallo. Wie episch ist das denn? Und kein Strom, ja richtig, und kein Strom, weil Sonneneruption. Ich finde das so cool, ich finde das so cool, die Dinger. Aber immer noch besser, als meine Schwiegermutter die Lego zusammengeklebt hat. Das macht mich immer noch fertig. Ich weiß, wenn ich mich wiederhole, aber das macht mich echt fertig. Das macht mich tierisch fertig. Wie sieht's aus mit den Spinnen? Rindfleisch ist verdorben. Wieso ist das verdorben? Wo sind die Spinnen hin? Wo sind die Spinnen hin? Da ist eine Spinne. Da sind zwei Spinnen. Zwei Spinnen. Wo ist die dritte? Ist die abgehauen? Wo ist die dritte Spinne? Wo ist die dritte Spinne? Wo ist die dritte Spinne? Ist da oben. Uiuiuiui. 3%. Alles easy. Alles easy. Kein Problem. So. Ja. Was nun? 50 Watt? Mich verapfeln. Wieso braucht es bitte 50 Watt? Okay, dann brauchen wir weitere Batterien. Das sehe ich schon. Außerdem brauchen wir hier noch ein Solarpanel. Wieso hat er das nicht fertig gebaut? Wieso hat er das nicht fertig gebaut? Verstehe ich nicht. Unser Hospiz, hätte ich beinahe gesagt, unser Gästezimmer. Das Gästezimmer nimmt auch langsam Form an. Schlecht, schlecht, schlebig, normal. Kann doch nicht sein. Andrew baut denn der 13. Der kann doch das nicht auf normal nur bauen. Nicht in seinem Ernst. Ja. Brrr. Wir lassen das erstmal so weiterlaufen. Einfache Hypothesen. Chaka. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Kalistan Salvaging. Salvage equipment that can be built in your base. Time to start hunting Mechanoids. Was? What? What? Gemüsegarten. Gut, das ist Vegetable Garden. Soil Reclamation, das ist mir erstmal egal. Das ist auch erstmal noch egal. Improved Cabinet. Tool Cabinet. Eieiei. Bones Multi-Analyzer. Schick dich mal an, wir brauchen Hightech-Labortisch. Gibt alles nichts, wir brauchen Hightech-Labortisch. Ach, richtig. Ich habe schon wieder die Labormod drin. Ich wollte echt den normalen Hightech-Labortisch reinbauen. Okay. Dann halt nicht, dann baue ich halt so rein. Kostet genauso viel, oder? Ne, der kostet doch sonst Gold. Ach, das kotzt mich an. Warum? Ach so, und was ich noch machen wollte, richtig. Ich wollte den Tisch hier reinbauen. Ich wollte hier einen Tisch reinbauen. Einen großen, großen Tisch. Eine Tafel. Wieder asymmetrisch. Ich könnte kotzen. Vielleicht machen wir auch mal eine kleine Mensa. Nicht einen großen Tisch. Wir machen einfach mal eine kleine Mensa so. Was in der Art. Und da dann Stühle rum. Keine Ahnung, ob das funktioniert, ob das schön ist oder nicht. Ich lasse das einfach mal so. Also muss ich sie da abreißen, weil ich Idiot vergessen habe, Material auszählen. Ich habe ja nichts. Ich habe ja nichts. Ich habe ja nichts. Armer Tropf, ich habe ja nichts. Doch hier
ewig viel Marmorblöcke. Das sieht so aus, als ob die das alles verbaut haben. Stahl 15. Naja. Okay. Das kann ich noch dringend tragen, das auch. Nimm das noch weg. Frage mich, warum wir keinen Strom haben. Warum haben wir keinen Strom? Immer noch Sonne oder nee. Atharian Scanning. Scheiße. Hauptforschung. So, jetzt schauen wir weiter, was wir sonst noch brauchen. Wir brauchen noch. Hydrokultur nicht, Automagetür, das ist erstmal egal. Astroglader, Autopsie. Ich mach das jetzt mal. Ich hoffe, wir können dann Leichen ernten, ohne besonderen Trouble zu bekommen. Übrigens ist es morgen soweit, ja. Morgen ist es soweit. Geht zum Friseur. Und, was ihr mal gesehen habt, bin nur noch der Baum mit kurzem Bart. Weil ich mich versägt habe. Mit dem Rasierer.